Frank Vorberger, Stern 5. März 1943 in Meißen, 30. September 1998 eben da, war ein Ruderer aus der DDR. Schon als Halbwüchsiger saß Frank Vorberger im Ruderboot, einstweilen als Steuermann. Später ruderte er selbst, zuerst bei der BSG-Einheit Meißen, 1965 wechselte er zum SC-Einheit Dresden. Der Vierer ohne Steuermann von Einheit Dresden wurde in den nächsten Jahren zu einer Legende. Von 1966 bis 1972 gewannen Frank Vorberger, Frank Rühle, Dieter Krähn und Dieter Schubert jeden großen Wettkampf. Die vier Ruderer wurden Weltmeister 1966, Europameister 1967 und Olympiasieger 1968, 1969 erkrankte Frank Rühle. Vorberger und Krähn starteten bei der Europameisterschaft im Zweier ohne und wurden Zweite. Mit dem wiederhergestellten Frank Rühle gewann man 1970 bei der Weltmeisterschaft, 1971 bei der Europameisterschaft und auch 1972 bei den Olympischen Spielen in München. Frank Vorberger starb am 30. September 1998 an einem Gehirntumor. 1999 wurde seine Tochter Anna Juniorenweltmeisterin im Rudern.